Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Märchenfreunde, sicherlich kennen Sie die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen. Ich meine jetzt niemanden von uns hier, sondern das Märchen. Ein Haus aus Stroh macht froh, ist aber nicht sicher. Ein Haus aus Holz macht stolz, ist aber nicht sicher. Und ein Haus aus Stein, das muss es sein. Da ist ganz klar, wer bei so etwas Wichtigem wie dem eigenen Heim an der falschen Stelle spart, muss sich nicht wundern, wenn der böse Wolf das Haus einfach wegpustet. Ja, das ist genauso wie mein Landeshaushalt. Und jetzt kommt Rainer Deppe mit dem Antrag hier und sagt, die Moral funktioniert nicht mehr. Das Schweinchen mit dem Holzhaus lebt doch viel gesünder und ökologischer und hat ressourcenschonend gehandelt und tut außerdem noch was für den Klimaschutz. Ja, und Herr Ellerbrock unterstützt das auch noch. Ja, das schöne Märchen. Hätte ja auch mal das aktuelle Märchen von der schwarzen Null genauso schön zerlegt. Hätte mich auch gefreut, aber auch hier haben Herr Depp und Herr Ellerbrock ja recht. Seit 1980 hat sich eine Menge getan und Bauen mit Holz kann eine Reihe von Vorteilen aufweisen. Während Holzbauten in der Brandsicherheit einen Grad erreichen können, der problemlos eine Markterweiterung zulässt. Und um eine Markterweiterung geht es in diesem Fall. Holz brennt langsam und berechenbar ab, bei gutem Tragverhalten und der Qualm ist relativ ungefährlich. Dass es dabei einiges zu beachten gilt, ist klar, genauso wie bei anderen Gebäuden auch. Bauen mit Holz steht andererseits allerdings nicht automatisch für ökologisches und nachhaltiges Bauen. Ja, mit Tropenholz und bestimmten chemischen Imprägnierungen kann ich Ihnen da bestimmt schnell das Gegenteil beweisen. Möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht. Und der Beitrag zum Klimaschutz ist in Wirklichkeit auch eher gering und auch nicht dauerhaft. Er wurde vielleicht dann auch etwas zu viel aus der Broschüre des Lobbyverbandes zitiert. Darum geht es aber auch nicht. Holz hat als Werkstoff hervorragende Eigenschaften, die heute Gebäude auf hohem technologischen Niveau auch bezüglich der Nachhaltigkeit natürlich ermöglichen. Wenn es denn die Bauordnung zuließe. Und darum geht es. Es gibt heute, nach heutigen Maßstäben, keinen Grund, absichtlich an dieser Stelle Hürden aufzubauen. NRW sollte die unnötigen Hürden abbauen und damit anderen Staaten und Bundesländern folgen, die teilweise längst vier- oder sechsgeschossige Holzbauten ohne Sondergenehmigung zulassen. Was dann jeweils besser ist, das kann man ja dann an anderer Stelle entscheiden. Ich bin auch für diesen Antrag und begrüße jedoch ebenso, dass wir den Antrag nur in den Ausschuss schicken, anstatt ihn hier direkt abzustimmen, denn wir befinden uns da ja, Frau Philipp hat es auch erwähnt, noch in einem Prozess. Und wenn wir dann schon mal dabei sind, auch in diesem Prozess, die als vorbildlich in diesem Antrag gelobte Landesbauordnung aus Baden-Württemberg sieht auch, übrigens auch vor, die pflichtige Anlage von Fahrradstellplätzen, Anreize für Carsharing-Stellplätze und die Begrünung baulicher Anlagen. Auch das ist fortschrittlich und da können wir uns auch ein Beispiel annehmen. So, und falls Sie sich jetzt fragen, was aus dem Märchen wird, ich kann meinem Sohn jetzt Folgendes erzählen. Die Schweinchen verwenden jetzt verschiedene Dämmmaterialien für ihr Haus und der Wolf hat einen frostigen Atem. Und bis mehrstöckige Häuser aus Stroh der letzte Schrei sind, vergeht dann auch noch etwas Zeit. Dann sehen wir uns hier nochmal wieder. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer.